Also die Idee kam mir schon seit längerem, weil ich oft so Aussagen höre von Menschen aus dem Organisationsbereich, eigentlich sollten wir mehr kooperieren, bereichsübergreifend, teamübergreifend. Und da habe ich mich oft gefragt, was führt eigentlich dazu, dass Menschen in Kooperation gehen, miteinander kooperieren, was führt auch dazu, dass sie das nicht tun und was führt sie dazu, eher in Konkurrentendenkmustern vorzugehen. Und als wir mal kurz am Anfang drüber gesprochen haben, kam ja von dir direkt diese Assoziation zu einem Vortrag, glaube ich, den du gehört hast, auch zum Thema Teilen, Teilen von Macht, Teilen von Erfahrung und Know-how. Und so entstand eigentlich die Idee, dich mal ganz offen zu fragen, was dir zu dem Thema Kooperieren, Teilen, aber auch Nicht-Kooperieren einfällt, wie du das erlebst, was da vielleicht auch konzeptionell zu sagen ist. Ja. Also das sind für mich jetzt ganz verschiedene Bereiche. Ich würde gerne zuerst mal zu guten und aus meiner Erfahrung aber auch schwierigen Motiven kooperieren zu wollen. Was sagen, wir beide haben ja die Erfahrung, dass sich oft andere Organisationen an uns wenden und würden gerne mit uns kooperieren. Und wir denken auch, die sind eigentlich ganz interessant, warum denn nicht kooperieren. Und wenn wir uns dann zusammensetzen, dann können wir durchaus oft uns gegenseitig interessant finden, finden aber keinen wirklichen Grund zu kooperieren und keinen wirklichen Zusatznutzen, wenn wir zusammenlegen. Sei es, dass wir vergleichbare Stärken haben, die man nicht doppelt braucht, oder sei es, dass wir gar nicht recht wissen, was wir durch Kooperation anderes oder besseres erreichen können, als wir auch so erreichen könnten. Und ich glaube, speziell bei vielen Freiberuflern ist es oft so, dass die merken, sie haben vielleicht nicht alle Ausstattung, um sich am Markt zu bewähren. Sie haben vielleicht nicht genug Verkaufstalent oder sie haben noch keinen Namen oder sie haben keine Infrastruktur oder in manchen Bereichen können sie einfach noch nicht genug. Und dass die relativ undifferenziert dann irgendwelche Kooperationen suchen. Und dann finden sich dann auch manchmal mehrere, die auf diese Weise aus einer gewissen Bedürftigkeit heraus suchen und glauben, dass sie zusammen stärker wären, ohne sich diese Fragen, die ich gerade schon genannt habe, ja, wofür wollen wir eigentlich kooperieren, was brauchen wir dafür eigentlich an Bord und wird durch Kooperation diese Ausstattung überhaupt hergestellt oder sind wir einfach nur dann zwei, die mit unvollständiger Ausstattung sich wenigstens nicht so alleine fühlen. Also dann dient eigentlich das Bedürfnis nach Kooperation eher der Absenkung von Verunsicherung und es wird viel zu wenig geklärt, wo das wirklich Sinn macht. Und vermeintlich der Multiplikation von Kompetenzen, aber häufig... Da wird dann so pauschal von Synergie geredet, aber wenn man eher fragt, was soll das einfach in dem Fall sein... Man will ja von einer Kooperation, von einer guten, dass 1 und 1 3 wird. Und sehr oft stellt sich raus, dass die Kooperationsversuche dazu führen, dass 1 und 1 0,7 ist. Und sich klar zu machen, zunächst mal auf einer vernünftigen Basis, was eigentlich 1 und 1 ist, damit es überhaupt mal erst 2 gibt, ist die erste Hälfte der Miete. Und wenn dann noch was in Fluss kommt, was das Dritte ist und was mehr wird, sodass es Richtung 3 geht, dann ist es toll. Aber das wird oft eigentlich nicht wirklich gut durchdacht. Und besonders schlimm wird es dann in der Kooperation, wenn anstatt, dass man erstmal in der Praxis ausprobiert, wie zusammenwirken, zusammenarbeiten funktioniert und ob es diesen Mehrwert überhaupt bietet, dass man... Und dann eine Form dafür findet, die zu dem tatsächlich herstellbaren Mehrwert auch passt, wenn die dann zuerst mal versuchen, gemeinsam eine Struktur zu gründen, eine gemeinsame Unternehmung oder was immer und sich
gegenseitig Treue schwören und nach einer Zeit stellt sich raus, dass es in der Praxis sich gar nicht bewährt. Und dann kriegen sie eine Reihe von Problemen, die sie dann als Beziehungsprobleme ansehen. Die sind es natürlich auch von der Erscheinung her, aber nicht von der Ursache. Von der Ursache haben sie sich einfach vorher gar nicht genügend geklärt, was eigentlich eine gute Kooperation sein könnte. Wenn man jetzt nochmal in zwei Bereiche reinguckt, einmal vielleicht so deine Historie, mit Familien zu arbeiten. Also da gibt es ja dieses Thema auch, wie bringt man eigentlich Familienmitglieder dazu, in eine zusammen arbeitsbezogene Beziehung einzusteigen oder sich miteinander abzustimmen. Und das andere, was mich nochmal interessieren würde, jetzt speziell im Organisationsbereich, du hast jetzt viel über so diese Idee, Freiberufler arbeiten irgendwie zusammen oder wollen zusammenarbeiten gesprochen, aber eine andere Idee ist ja auch, wie bringt man Teams oder Bereiche dazu, was oft ja angesprochen wird, miteinander mehr zu kooperieren in einer irgendwie arbeitsteiligen Organisationsstruktur, wo man erstmal sagen kann, vielleicht haben die gar nicht so viel miteinander direkt am Produkt zu tun, aber trotzdem ist ja offensichtlich eine Tendenz dazu zu sagen, eigentlich müssen wir uns mehr abstimmen. Ja, das kann man jetzt nochmal in Frage stellen, ist es dann schon Kooperation oder was ist es dann en Detail, aber eigentlich darüber, über die eigenen Bereichs- und Verantwortungsgrenzen hinweg, das, was wir ja mit Bezug, Verantwortung bezogen auf eigentlich meinen, da enger miteinander zusammenzuarbeiten? Ja. Also auch da, unsere Teamdefinition ist, Team ist ja eine Verantwortungsgemeinschaft. Auch von daher ist in Organisationen, also Unternehmen zumindest, deren Seinszweck ja die Erreichung von irgendeinem Ziel oder das Herstellen irgendeiner Leistung und einer Leistungserbringungskultur dafür ist und nicht einfach nur geselliges Beisammensein, muss schon irgendwie geklärt werden, wer welche Funktion in dem Spiel hat. Also insofern ist es schon gut, nicht, dass man das fertig definieren könnte, aber dass man immer wieder darüber ins Gespräch geht und diese Abklärung nicht unter diesem Drang, wir wollen doch gute Menschen sein, kooperieren, wir wollen nicht konkurrenzig sein, wir wollen nicht selbstsüchtig sein, wir wollen was Hand in Hand arbeiten. Aber ich glaube, gesunde Verhältnisse auf Dauer in der Kooperation ist nur dort, wo es für das, was man zusammen erreichen möchte, auch die richtigen komplementären Beiträge sind, die auch wirklich gebraucht werden, wo man auch ein Selbstwirksamkeitserleben hat und nicht nur ein Zugehörigkeitserleben. Das ist natürlich für verschiedene Persönlichkeitstypen verschieden. Wenn jemand ein Ich-Du-Mensch ist, dem die Zugehörigkeit und das gute Einvernehmen mit dem anderen Menschen eigentlich das Allerwichtigste ist, der hat natürlich mehr Interesse, erstmal ein gutes Einvernehmen herzustellen und dann auch noch zusammen in Rollenverteilung was zu bewirken. Aber den stört es nicht so, wenn diese tatsächliche Wirksamkeit nicht so hoch ist, weil er ja den Genuss des guten Einvernehmens hat. Wenn jemand so wie ich ein stärker ich-es-orientierter Mensch ist, dann interessiert ihn schon, dass man gemeinsam was bewirkt und zu dem Zweck ein gutes Einvernehmen herstellt, aber der Hauptgenuss ist schon in dem gemeinsamen Tun oder zumindest in dem sich ergänzenden Tun. Und dazu braucht man dann Selbstwirksamkeitskriterien. Und damit man diese Verantwortung bezogen auf, also über das hinaus, was ich ganz speziell selbst machen muss, diese direkte Verantwortlichkeit, diese indirekte für den Rahmen, den wir dabei gemeinsam gestalten und in dem wir uns bewegen, um diese Verantwortung zu wecken und wachzuhalten, braucht es natürlich irgendwie ein gemeinsames Verständnis, was eigentlich das Ganze ist, dem gegenüber wir verantwortlich sein wollen. Und das ist jetzt sozusagen bottom-up gedacht. Aber wenn du als Unternehmer sozusagen der Repräsentant des Seinsgrund des Unternehmens repräsentierst, dann ist es auch ganz wichtig, dass du immer wieder deutlich machst, dass jemand außer
fürs Ausfüllen seiner direkten Verantwortung eben auch aufs Ganze mit gucken soll. Und du brauchst natürlich dann auch Gesprächskultur, immer wieder klar zu machen, was das Ganze ist. Wir nennen das dann Verantwortungsdialog. Also auf welche Arten von Fragen muss eigentlich wer Antwort geben können, dürfen, müssen. Und es braucht auch sozusagen eine Berechtigung fürs Gespräch darüber, wenn jemand eigentlich was hat wahrnehmen können und hat nicht darauf reagiert und zumindest das in den Dialog gebracht, was zwar außerhalb seiner direkten Verantwortung liegt, was aber fürs Ganze wichtig ist. Also ganz praktisches Beispiel haben wir hier öfter im Institut. Es darf die Mitarbeiterin im Sekretariat, der darf es nicht egal sein, wenn draußen ein Teilnehmer durch den Hof irrt und nicht weiß, wie er seinen Seminarraum findet, obwohl er natürlich nicht als Portier angestellt ist. Aber das ist ganz klar. Oder dass, wenn eine Glühbirne kaputt ist, auch nicht sagt, es geht mir nichts an, das macht der Hausmeister. Oder dass er dafür sorgt, dass, wenn im Kühlschrank was angammelt, dass zumindest geklärt wird, wer kümmert sich eigentlich darum. Und das ist dann ein wichtiger Teil der Kulturbildung, dass jemand in seinem Ansehen wie auch in seinen materiellen Begünstigungen, die er erfährt als Belohnung in einem solchen System, weiß, dass das natürlich mit dazugehört. Muss nicht immer Geld sein, es ist auch einfach die Würdigung. Und ob das gewürdigt wird, hängt wieder davon ab, ob das zum gemeinsamen Wertekanon geworden ist, dass jeder eben diese beiden Arten von Verantwortungen wahrzunehmen hat. Und da ist es eben der Bezug zu diesem ganzen Thema Verantwortungsdialog, weil es können immer Situationen entstehen, die neue Fragen aufwerfen, für die einfach nicht definiert ist, wer die Antwort zu geben hat. Und wenn dann keine Sensibilität dafür ist, dass man bei der Gelegenheit klären muss, wie Verantwortlichkeiten da zu regeln sind und wie man dabei zusammenwirkt, dann können natürlich einfach Verantwortungslücken entstehen, die manchmal sehr unangenehme Folgen haben können. Aus der Kooperationsforschung weiß man ja, dass die Kooperationsbereitschaft steigt, je öfter und je langfristiger Kontakte zwischen möglichen Kooperierenden zustande kommen. Das ja, klar. Finde ich auch nochmal interessant. Also, gerade bei den ja häufig schnell wechselnden Verantwortlichkeiten und Rollen, die es heutzutage in Organisationen auch gibt. Ja, das kann ich, also da fallen mir spontan auch mögliche Begründungen dazu ein, warum das so ist. Hängt natürlich auch wieder vom Persönlichkeitstyp ab, aber wenn ich erwarte, dass ich langfristig mit jemandem zu tun habe, habe ich natürlich auch eine ganz andere Motivation, die Beziehung mit demjenigen zu pflegen. Insbesondere, wenn das dann noch jemand ist, den ich schätze oder wo wir zumindest ein Verständnis von wechselseitiger Abhängigkeit in unserem Erfolg und in unserem Wohlbefinden erleben, dass man das dann einfach auch mehr pflegt. Es ist ja das, was man aus dem Gefangenendilemma im Grunde abgeleitet hat. Also diese Idee, ich weiß eigentlich nicht, wie der andere reagiert, aber es ist erstmal eine sehr kurzfristige, nicht bewusste Interaktion und ich kann mich erstmal nur darauf verlassen, was ich selber mache, ohne zu wissen, was der andere tut. Mhm. Wie ist da der Bezug? Da ist der Bezug der, dass man eben sagt, dass in dem Moment, wo ich selber kooperationsbereit bin und voraussetze, dass der andere auch kooperiert, halt insgesamt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir beide gut aus der Sache rauskommen, also aus dieser Gefangenen-Dilemma-Situation. Ah, okay, ja. Das ist auch diese Tit-for-Tat-Sache, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass man eher mal von einer Vertrauens- und Kooperationsposition ausgeht. Und wenn der andere dann nicht komplementär darauf reagiert, man dann mit dem sich sozusagen ins Benehmen setzt, nach dem Motto, ich kann auch anders. Ja. Und also immer erstmal eins positiv vorgeben, das ist so die Idee. Genau. Aber nicht blind. Genau. Ja, im Chinesischen sagt man ja, wer mich einmal betrügt, tut mir Unrecht. Mhm. Wer mich mehrmals betrügt, tut mir Recht. Mhm. Also wenn dann sozusagen die Vorgabe verbraucht ist und das führt nicht zu dem Austausch, dann ist es zumindest Zeit, sich in einen Verantwortungsdialog zu begeben.
Und sehr oft stellt sich dann halt raus, dass man einfach verschiedene Vorstellungen hatte, dass es gar nicht auf der Motivationsebene liegt, sondern dass es auf der Ebene einfach ganz verschiedener Erwartungshaltung sich bewegt und dass man sich dann wieder schnell neu verständigt und nicht sozusagen durch die Klärung sagt, aha, okay, die Vorgabe ist noch gar nicht verbraucht, weil der hat sie ja gar nicht als solch erkannt. Jetzt mache ich eine Vorgabe, von dem ich annehmen kann, der erkennt sie als solch und jetzt gucken wir dann, was passiert. Und es gibt aber dann Menschen, die klären gerne viel, aber kooperieren doch nicht. Also man darf da auch nicht blind werden und dann muss man auch bereit sein, wenn man kann, entweder die Kooperation zu beenden, weil es keine Notwendigkeit gibt zu kooperieren, oder dem anderen deutlich zu machen, dass es ihn was kostet, nicht zu kooperieren. Genau das. Auch die Idee steckt ja im Gefangenen-Dilemma quasi drin. Mhm. Ja. Ja. Jetzt hatten wir damals in dem kurzen Vorgespräch dann auch nochmal den Bezug hergestellt zu dem Thema Teilen von Macht. Da hattest du, glaube ich, irgendwie ein Feature gehört. Und irgendwie haben wir das damit reingebracht in den Kontext. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das da reinpasst, aber du hattest ja da was Interessantes gehört. Es wird ja gerne als Gegenbegriff zur Kooperation die Konkurrenz gesetzt. Mhm. Und auch da, also ich würde gerne zunächst mal den Begriff nochmal näher angucken. Kommt ja von concurre, am Lateinischen, das heißt eigentlich zusammenlaufen. Insofern gibt es daraus abgeleitet eine positive Version von Konkurrenz, wir laufen zusammen und das ist eine Gelegenheit für jeden zu merken, auf welchem Stand er ist und was er tun kann, sein Bestes zu geben. Mhm. Oft, ja, andere Konnotationen. Ja, eben. Und solche Konkurrenz ist gut. Und wenn man auch Marktwirtschaft anguckt, ist ja diese positive Konkurrenzidee, dass man sagt, die ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit aller Player zu erhalten, weil sie mit dem anderen um die Wette laufen, merken, ob sie eigentlich genügend fit sind und sich dadurch die Ressourcen Verteilung im System orientiert und ähnliches. Und jetzt vielleicht, wenn man gerade mal von dieser Außenperspektive dann auf persönliche Beziehungen zurückgeht, Marktwirtschaft ist ja, dieses Prinzip wird ja dann durchlöchert, wenn Konkurrenz heißt, eigentlich etwas tun, um den anderen in seiner Leistung zu beeinträchtigen, damit ich die Nase relativ vorne habe, auch wenn ich selbst gar nicht meine ganze Kraft drauf verwende, eine optimale Leistung zu erbringen. Und das wird natürlich sehr oft durch Zusammenschlüsse, die Machtkartelle oder Wirtschaftskartelle sind, die eigentlich dazu dienen, genau dieses gute Konkurrenzprinzip auszuschalten und andere eventuell einfach sozusagen im Laufen zu behindern, anstatt im Lauf mit dem anderen selbst zu einer optimalen Form zu kommen. Das kann natürlich schwierig sein. Von daher kann man eigentlich sowohl gesellschaftlich, politisch nur befürworten, dass das marktwirtschaftliche Prinzip lebendig gehalten wird, und das Bundeskartellamt zum Beispiel hat ja unter anderem diese Funktion. Natürlich mit, jetzt gesellschaftlich gesprochen, mit einer Einschränkung, dass man sozusagen Ligas definiert. Also natürlich können die Schnellsten gegen die nicht so Ausgestatteten immer gewinnen und eigentlich lernen beide nicht wirklich daraus, weil für die einen ist es keine echte Übung und für die anderen ist der Abstand so groß, dass sie es eh nicht erreichen. Und das ist ja dann das Soziale an der Marktwirtschaft. Aber von daher bin ich überzeugter Marktwirtschaftler, wenn es gelingt, diesen positiven Konkurrenzgedanken auch tatsächlich am Leben zu erhalten. In Privatbeziehungen wird ja das Konkurrenzige gerne sozusagen mit Rivalitäten, oft mit Geschwisterrivalitäten oder Männer- und Frauenrivalitäten um Geschlechtspartner oder was immer in Beziehung gebracht. Da werden dann sozusagen biografische, privat
Lebensbühnenverhältnisse übertragen, zum Beispiel auf Arbeitsbeziehungen. Und natürlich kann man das auch nicht ausschließen, dass da jemand eine Sozialisation erfahren hat, wo die Motive aus der Hintergrundbühne in eine professionelle Bühne reinragen, die eigentlich dort nicht so viel verloren haben, aber die halt dann, weil es keiner so recht merkt, dort auf diesen anderen Bühnen dann doch irgendwie das Spiel bestimmen. Da hilft manchmal einfach eine Aufklärung, aber es kann auch einfach helfen, eine andere Erfahrung zu machen. Also wenn ein Betriebskultur so ist, dass jeder gewürdigt wird, dann kann, auch wenn jemand aus einer Geschwisterrivalität von seiner Ursprungsfamilie herkommt, er merken, dass sein rivalisierendes Verhalten ihm keine Resonanz findet und dass er sehr viel besser sich fühlen kann und auch sehr viel besser gesehen wird, wenn er mit einer würdigenden und kooperativen Haltung agiert. Und dann kann sozusagen jetzt andersrum aus einer neuen Lebensbühne des Erwachsenenlebens können Erfahrungen gemacht werden, die vielleicht noch nicht ganz verarbeiteten Erfahrungen aus privaten Ursprungsverhältnissen einfach auch überwachsen. Viele Unternehmenskulturen ticken da halt anders. Also solche Sätze wie up or out oder grow or go sind ja schon sehr stark darauf angelegt, dass man eigentlich dieses Konkurrente damit abbildet, dass man halt die Schnellsten nimmt und die anderen halt nicht gewollt werden oder die dann irgendwie in and out halt dann draußen sind. Da gibt es ja schon auch Auswüchse, die eben gerade nicht in so eine sehr kooperative Unternehmenskulturrichtung gehen. Ja, aber du benennst es richtig, das sind dann die Auswüchse. Mhm. Also in den Auswuchsbereichen ist jedes Lebensprinzip falsch. Mhm. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass ich sage, okay, Unternehmen haben ja immer auch eine gewisse Komplexität. Und man muss immer überlegen, es kostet immer Kraft, jemanden gebunden und im System zu halten und zu pflegen. Und natürlich darf man sich auch überlegen, ob jemand diese Kraft wert ist oder ob jemand ständig so viel Kraft kostet, gebunden gehalten zu werden, dass man eigentlich sagen kann, es wäre fürs Unternehmen einfacher, derjenige geht dann auch, wenn die Passung nicht so hoch ist. Und solange man davon ausgeht, dass ja jeder seine Freiheiten hat, wir haben die Freiheiten, jemanden zu behalten und jemand hat die Freiheit, bei uns zu bleiben oder woanders zu sein, hat es ja an sich noch nichts Unmenschliches. Sondern auch das sorgt dann wieder eigentlich, wenn es gut gelebt wird, für eine gewisse Ökonomie, also einen sinnvollen Ressourceneinsatz und dass man auch nicht versucht, Bezogenheitsverhältnisse aufrechtzuerhalten, die eigentlich so viel Kraft kosten, also auch nicht nur geldmäßig und materielle ressourcenmäßig, sondern auch seelisch, dass eigentlich alle einen Preis bezahlen, den man vielleicht nicht bezahlen müsste, wenn man das auf eine gute Weise umorientieren würde. Und wir haben ja in unserem kleinen Unternehmen durchaus auch schon solche Entscheidungen getroffen. Da ist ja das Entscheidende, mit welcher Haltung man das tut, dass man nicht sagt, da ist jemand, der ist deswegen ein Minderleister oder ein schlechter Mensch. Und den müssen wir jetzt, damit wir kein schlechtes Gewissen haben, besonders schlecht machen und ihn dann noch schänden, wenn er schon gehen soll, sondern das ist eine Frage der Haltung, dass man sagt, okay, es passt irgendwie aus welchen Gründen auch immer so nicht recht zusammen, lass uns einen guten Weg finden, die Verhältnisse neu zu sortieren und wir sind ja auch mit denen, die hier nicht bleiben konnten, in guten Einvernehmen geblieben. Das ist eine Frage eigentlich einer anderen Wertekultur, nicht der Frage, ob man auch entschieden sein darf, Passung zu prüfen und auch Konsequenzen aus Passung zu ziehen. Wenn wir jetzt nochmal gucken auf das Thema Macht und Teilen von Macht, wie würdest du das beschreiben? Es gibt ja so die Idee, Teilen von Macht wächst, indem man sie teilt. Da gibt es auch irgendeinen schlauen Spruch, der mir gerade aber nicht mehr einfällt. Also wenn ich zum Beispiel meine eigene Macht, die ich habe oder die mir qua Amt oder qua Institution zur Verfügung stellt, teile, dann teile ich damit auch sozusagen was im System möglich ist. Ich gewinne eigentlich Macht, wenn ich teile. Genau. Und die meisten, das ist jetzt immer eine Frage, also Macht,
auch das ist ja ein sehr breiter Begriff. Mhm. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, einfach von der Seite, dass Macht einerseits durch eine Stellung und durch die Verfügung über Ressourcen, die ich mir erarbeitet habe, oder auch meine eigenen Kompetenzen, meine eigene Kreativkraft auch so eine Ressource ist, dann gewinne ich ja Einfluss auf andere. Andere autorisieren mich, sind von sich aus bereit, aus dem einen oder anderen Motiv sich an mich zu orientieren. Und wenn sie das Gefühl haben, es nützt ihnen, sich an mir zu orientieren, erlauben sie mir natürlich auch Einfluss zu mehren und kraftvoll zu sein, weil ihnen das ja nützt, wenn wir da auf gute Weise zusammenkommen. Und das ist eine gute Art, Macht anzusammeln. Das ist, wenn du so willst, eine ehrlich verdiente Art. Mhm. Und sie wird verliehen von den anderen Mitspielern. Wenn man natürlich einseitig auf Kontrollmacht setzt, dass man jetzt eingesetzt ist, weil man der Freund vom Vorstandsvorsitzenden ist und außer, dass man nicht rausgeschmissen werden kann, weil man diese Protektion hat oder weil man allein über das Geld verfügt oder sonst irgendwelche einseitige Kontrolle über Ressourcen verfügt, dann kann das natürlich sehr schnell schwierig werden, weil die anderen das Gefühl haben, sie sind dann nicht mehr in einer Machtbeziehung, sondern nur noch Opfer einer Machtausübung. Zu einer Machtbeziehung gehört ja ein Bewusstsein dafür, dass derjenige auch autorisiert wird, durch die, die sich an ihm orientieren. Und das, die andere Ebene ist die der Motive. Wenn ich nutze natürlich Macht und freue mich an der Macht, die ich mir verdient habe, weil ich sie mir verdient habe. Und ich teile aber gerne. Also ich tue das nicht aus Angst, dass ich sonst nichts bin oder dass sonst mir Privilegien verloren gehen, Macht benutzen, sondern ich benutze Macht, um die Ziele, um deren Willen sich andere auch an mir orientieren, um die voranzubringen. Und solange andere dieses Gefühl haben, und wenn ich diese Macht teile, das heißt, den anderen eine Rolle in diesem gemeinsamen Spiel lasse und die auch würdige, sodass sie auch durch das Spiel eine Möglichkeit bekommen, sich Macht zu verdienen, stärkt das meine Macht. Also zu teilen in dieser Weise stärkt Macht. Wenn ich aus Verlustangst heraus nur versuche, einseitig Macht auszuüben, dann kann das ein Teufelskreis werden, weil die Menschen autorisieren mich ja nicht und sobald sie eine Möglichkeit haben, also entweder sie passen sich nur aus Angst an, dann spüre ich das irgendwo und weiß ganz genau, wenn sie keine Angst mehr haben, dann kann es schwierig werden. Da gibt es ja diesen berühmten Roman Der Seewolf von einem terroristischen Kapitän, der zunehmend erblindet und der genau weiß, wenn die Mannschaft das merkt, hat sein letztes Stündlein geschlagen und dann merkt ja irgendwann die Mannschaft und er wird danach ausgesetzt auf hoher See. Also in diese Dynamik ist natürlich schlecht und dann klammern sich dann solche Menschen einfach an dieser Macht fest, weil sie keinerlei Gefühl und Vertrauen und vielleicht oft auch zu Recht darin haben, dass andere ihnen die Macht ja gar nicht nehmen wollen, weil das ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, diese Machtverhältnisse. Ja. Und das führt uns ja eigentlich wieder schön zurück zum Anfang, nämlich zu dem Thema Kooperation. Also dann, wenn das gelingt, ist ja auch dieses Zusammenspiel möglich. Also auch in der konkreten Zusammenarbeit jenseits der Machtverhältnisse oder der Verhältnisse, in denen jemand zusammenwirkt. Ja. Und ich glaube auch, dass in guten Kulturverhältnissen Menschen auch loyal zueinander sind und also wir in unserem System, wir sind ja jetzt seit 30 Jahren unterwegs, wir haben eigentlich keinen einzigen Fall von Illoyalität erlebt. Und also wenn ich Seewolf wäre, dann würde ich natürlich versuchen, mit allen Knebelungsverträge machen, dass sie auf keinen Fall uns Konkurrenz machen dürfen und ähnliches. Es gibt keinen einzigen geschriebenen Kontraktsatz auf dieser Ebene bei uns, weil die Verhältnisse einfach stimmen. Ich weiß, dass ich autorisiert und getragen werde und dass in der Verteilung von Macht und Einfluss, die wir hier entwickelt haben, dass alle, die hier mitspielen, das Gefühl haben, in diesem
Spiel ist für alle mehr drin, als wenn sie gegen das Spiel arbeiten oder das Spiel verlassen wollten. Und deswegen gab es hier auch nie Abspaltung oder Versuche, sozusagen subversiv uns den Markt gegenseitig streitig zu machen und so. Und darüber bin ich sehr dankbar, weil ich würde mich nicht gut fühlen. Ich habe in vielen Unternehmen, ich habe ja oft schon Unternehmen beraten und habe festgestellt, dass wenn die Verhältnisse von Geben und Nehmen und echtem Kooperieren aus Überzeugung heraus Risse bekommen hat und nicht mehr stimmt, dass dann Spaltungsentwicklungen sind, eine Zeit lang das noch zusammengehalten wird aus Unsicherheit, aber dann oft auch sehr unschöne Desintegrationsprozesse stattfinden. Das hast du ja zum Schluss ein bisschen auch persönlich Bezug genommen auf das Thema, auch was natürlich unseren Rahmen hier ISB betrifft. Da wollte ich jetzt einmal nochmal fragen, was hast du da aus deiner Biografie für Prägungen mitgebracht? Du hast ja gesagt, es gibt immer diese Verzahnung von privater Prägung und dann beruflichem Tun. Mhm. Das würde mich einfach nochmal interessieren, wie du teilst ja sehr viel, auch wenn man unsere ganzen Materialien und viele Modelle, die du entwickelt hast, anschaut, da hast du ja auch hier im ISB eine sehr starke Kultur des Teilens und Geben und Nehmens bis hin zu unserem Netzwerk, was eigentlich genau auf diesem Prinzip funktioniert, hier geprägt. Wie kann man das nochmal spiegeln auf deinem eigenen Hintergrund? Aus welcher Prägung kommst du da? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, ich habe keine ausgesprochen positive Prägung, was Kooperation betrifft. Meine persönliche Geschichte ist, dass ich, ohne dass mir das selbst klar war, immer sehr eigenwillig war. Oft, wenn Zusammenklang mit anderen irgendwie nicht funktioniert hat, ich mich dann eher zurückgezogen habe und mir Felder gesucht habe, in denen ich eigentlich durch meine Schaffenskraft, durch meine Talente so viel Ressourcen und so viel Vorsprung erzeugen konnte, dass ich andere gerne an mich angeschlossen mit mir kooperiert haben. Also ich hatte nicht das Talent sozusagen, dass jeder mich gerne bei allem dabei gehabt hätte, was andere Menschen ja haben. Das war oft auch, glaube ich, schmerzlich, aber ich habe das irgendwie auch nicht so zur Kenntnis genommen. Man war nicht sehr sensibel. Ich komme ja aus einer Nachkriegszeit, wo man sich nicht mit so einem Empfindsamkeitsgehabe miteinander ins Benehmen gesetzt hat. Das war halt, wie es war. Und ich würde heute sagen, ich hatte das Glück, dass ich selbst immer so viel Mehrwert erzeugen konnte in der einen oder anderen Weise, dass Menschen es gut fanden, mir Rollen zu gewähren und mich darin zu unterstützen, weil ich mit dem, was ich zu leisten hatte, fürs Ganze etwas gebracht habe, was einfach hilfreich war. Und ich habe aber nie sozusagen mit dem, was da... Also ich habe nie das Interesse gehabt, das, was dadurch geschaffen wurde, für mich allein zu besitzen. Sondern ich habe das immer gern auch mit allen geteilt, weil das Schönere war ja für mich, diese Schaffenskraft leben zu können. Das ist meine Hauptlebenserfüllung, Schaffenskraft leben zu können. Nicht was dabei sozusagen gewonnen werden kann. Das, was gewonnen werden kann, das erhalte ich gerne, um noch weitere Möglichkeiten zu haben, mein Wirkungsfeld zu vergrößern, aber an dem Gewinn an sich habe ich eigentlich kein großes Interesse, zumal ich ja selbst, würde ich sagen, vergleichsweise bescheidene Lebensbedürfnisse habe, weil Konsum mir bei weitem nicht die Erfüllung bietet, wie irgendetwas zu schaffen, was meinen Talenten entspricht und Menschen einzubeziehen, die da mitschaffen können. Und dadurch hatte ich einfach viele Gelegenheiten, trotzdem gute Beziehungserfahrungen zu machen und habe im Laufe der Zeit dann auch, hat sich das einfach auch bestärkt in mir und meine kooperativen Haltungen sind bestätigt worden und
Also insofern hat sich das einfach auch gut gefügt. Und ich bin auch heute noch gerne großzügig sowieso, aber wenn ich das Gefühl habe, es legt jemand es drauf an, was einzusacken, was ihm nicht zusteht und Ansprüche zu produzieren, für die man sich zumindest nicht auseinandersetzt, wie geben und nehmen denn sein soll. Da, ich bin da jetzt, also ich mag das nicht und ich bin dann auch nicht, ich spiele da nicht den Rächer vom Dienst, aber ich registriere das und in der Weiterentwicklung wird derjenige sicher nicht die wichtigsten Rollen kriegen. Gut, jetzt sind wir so ein bisschen spiralmäßig um die Themen herum und haben sie vergrößert, aber... Hat viele Ebenen gehabt jetzt, finde ich. Ich bin selbst erstaunt darüber, was da alles drin ist. Mhm.